Nostalgie pur. Und heute mit diesem Thema. Zeitschriften von damals. Ich bin euer Vorhießen 80 und ich nehme euch mit auf meine persönliche Reise in meine Vergangenheit. Und ich habe ja den Dachboden ausgeräumt von meinen Eltern, habt einiges mitgenommen. Und da bin ich auch auf einige Stapel von alten Zeitschriften gestoßen, die ich damals gelesen habe. Ja, Wahnsinn, unglaublich coole Sache. Und meine Eltern, die haben einfach wirklich alles aufgehoben von mir damals. Unglaublich geil, ja. Und ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zeitschriften hierher geholt mit, die ich damals ja viel und oft gelesen habe. Und man merkt hier auf jeden Fall, ich war damals schon ein extremer Nerd. Und ich würde mal sagen, wir würden jetzt mal die Kamera umstellen, einfach mal auf die Ego-Perspektive. Und dann werde ich euch mal so einigermaßen in der richtigen, ja, zeitgemäßen Reihenfolge euch zeigen, was ich damals mir für Zeitschriften geholt habe und was darin das Besondere war. Und würde mal sagen, wir beginnen einfach mal mit einem wunderschönen Magazin oder Heftchen, das ich damals wirklich extrem oft gekauft habe, aus verschiedenen Gründen, aber dann nur noch eins hier zu finden habe, extrem schade, denn die anderen sind eigentlich alle weg. Ich habe keine mehr gefunden auf dem Dachboden, das war das Einzige, wo ich hier gefunden habe, aber dafür ist es wirklich extrem cool und das schauen wir uns jetzt mal in der Ego-Perspektive mal an. Wir befinden uns nun in der Ego-Perspektive und holen mal das erste Magazin her, was ich wirklich damals extrem geliebt habe, nämlich das Yps-Heft. Vielleicht kennt das noch irgendeiner von euch, ich weiß es nicht, also ich habe es damals wirklich geliebt, denn das Besondere an diesem Heft war, es gab immer irgendwas Cooles dazu. Zum Beispiel hier der Saurier-Skelett oder eben auch, es gab damals auch die Urzeitkrebse. Kennt ihr noch die Urzeitkrebse? Absolut gigantisch waren das. Die mussten irgendwie im Wasser auflösen und musste man eben mit füttern. Und irgendwann kamen dann auch dann die Krebse raus, die haben wirklich auch gelebt. Wahrscheinlich waren es Maden, ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall extrem cool. Und ja, hier eben dann das erste Heft, also das einzige Heft, was ich gefunden habe auf dem Dachboden, ist hier dieses Yps-Heft. Die Nummer 827, ich kann leider nicht sagen, was für Jahr das ungefähr war. Und hier eben mit dem leuchtenden Saurier-Skelett und das Dinosaurier-Album. Und selbst die beiden Artikel habe ich noch. Hier ist er, der leuchtende Dinosaurier-Skelett. Das Ding ist immer noch ganz, ja, ob es leuchtet, glaube ich, jetzt fast nicht mehr, aber es steht noch hier. Und auf der nächsten Seite seht ihr ja schon mal, oder auf der übernächsten Seite, das Teil. Und hier als der Beweis, das ist dieser Dinosaurier gewesen, ohne Scheiß. Er ist immer noch da und hat es auch überlebt. Und hier haben wir noch dann Dinosaurier im ein Album und selbst das habe ich auch noch hier. Guckt euch das mal an und sogar natürlich auch ich, wie ich mich natürlich kenne, war damals schon ein riesengroßer Sammler, habe auch hier auch schon die ganzen Aufkleber gesammelt und ich habe dieses Magazin auch extrem geliebt von damals noch, habe da mit mir wirklich alles durchgelesen und hier mit Nummerierungen und auch das Heftchen habe ich wirklich über alles geliebt, wirklich über alles habe ich dieses Heftchen geliebt, aber dazu kommen wir mal zu einem anderen Thema noch, in einem anderen Video noch. Deswegen gehe ich jetzt mal kurz weg. Ich war damals schon ein riesengroßer Fan von Dinosauriern. Wirklich, ich habe sie geliebt über alles und fing eigentlich auch so 93, also schon vorher an. Aber 93 war natürlich die Hochzeit eben wegen Jurassic Park. Auch da, wie gesagt, kommen wir noch zu einem Video, zu einem späteren Zeitpunkt noch. Und natürlich jetzt hier eben mit den Sammelkarten zu sehen. Und wir blenden einfach mal durch dieses Magazin durch. Und hier haben eben dann schon mal der Kaspar und Patsch und Willi. Und das leuchtende Saurier-Skelett, also hier geht auch nochmal um diesen Dinosaurier hier unten, sieht man ihn nochmal ganz kurz. Und bin wirklich froh, den echt noch da zu haben und hier im Computer gefangen. Also hier gibt es ein bisschen ja, Comic. Und habe diese Zeitschrift wirklich extrem verschlungen. Und hier eben natürlich mit viel Werbung von damals dann Ginny und Jan. Aber natürlich war für mich das Haupt Augenmerk natürlich auch eben diese Gimmicks, wo eben bei diesem Magazin dazu gab, ist natürlich völlig klar. Hier ein bisschen Werbung noch von den damaligen
ja, Süßigkeiten. Und hier, guck mal an. Hier, guck mal. Hier, C64 mit zwei Joysticks, reichhaltiges C64-Handbuch, Preisliste anfordern und hier Atari YF Nummer 612, der Wassertank für Abenteuer mit Gimmick. Also hier kann man auch wieder so viel dazu kaufen, also wirklich wunderbar, ja. Und noch mehr extra, ich suche, was sucht eine gute? Ein Nintendo. Unglaublich stark, wirklich wahr. Und hier können wir es auch abonnieren, natürlich habe ich das nie bekommen. Und hier noch weiter mit diesen schönen Sachen hier und ein bisschen was, ein Sammlerlexikon, der Grauwal, Wunder der Natur und hier der große Brachvogel und hier Gespenster, keine wunderschöne Woche. Ah, die kann auch noch sein, ja. Also ihr seht schon, es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Magazin von damals gewesen. Und jetzt kommen wir zum Oberclou, passt mal auf, ein bisschen Asterix auch mit dabei. Bei den Belgiern. Und jetzt hier die letzte Seite sehen wir schon nächste Woche im Yps-Heft, das Dinosaurierlineal. Und was glaubt denn ihr, was ich auch gefunden habe? Genau dieses Dinosaurierlineal von damals. Ist das nicht der Hammer? Oder? Absolut cooles Teil. Und hinten drauf haben wir dann die verschiedenen, die Geschichte unserer Erde mit den verschiedenen Jahreszahlen und Jahreszeiten. Selbst die wusste ich damals wirklich komplett auswendig und natürlich auch jetzt weiß ich noch einige davon. Und ich habe einfach wirklich diese Zeit wirklich genossen und hier eben alle komplett. Also hier absolut genial. Hier ist nochmal dieses wunderschöne Lineal, absolut cool. Ja, hier seht ihr es natürlich mit Farbe verändert, aber es ist haargenau das Lineal, was hier abgebildet ist. Und absolut cooles Teil. Ja, das war auf jeden Fall schon mal mein Dinosaurier. Und hier auch wirklich alles komplett noch von dieser Zeit. Und wie gesagt, das schauen wir uns später nochmal an, zu einer anderen Videoanlage nochmal. Dann auf jeden Fall nochmal sehen. Und weiter geht es dann mit der nächsten Ausgabe, nämlich mit Dinosaurier. Heft 1, 90 Pfennig, ja, extra die 3D-Brille. Und ihr werdet es nicht glauben, das hier ist meine allererste Sammlermagazin. Ich habe den Millennium-Verein gebaut und der war ja auch von D'Agostini. Und guckt mal, woher diese Zeitschrift auch kam. Eine D'Agostini-Spiel- und Lernsammlung. Und hier haben wir Entdeckungsreise der Giganten der Urzeit. Natürlich kam das Ganze 1993 raus. Perfekte Zeit bei Jurassic Park. Und hier konnte man seinen eigenen, halt euch fest, Tyrannosaurus Rex bauen. Und auch die Sonnenbrille, also diese 3D-Brille, wo ich mit dabei war, war auch ein Tyrannosaurus Rex. Den habe ich leider nicht mehr. Und wenn wir jetzt hier aufschlagen, haben wir schon mal so einen kleinen Steckbrief, was alles mit dabei ist. Und hier eben dann ein Experte, der auch mal gesprochen, hier die 3D-Galerie, Giganten der Urzeit. Und hier faszinierende Fakten. Und man konnte hier eben dann sein Dinosaurier selber zusammenbauen. Und hier gibt es schon mal ein bisschen was dazu. Ein bisschen mehr Werbung. Und jetzt hier sehen wir mal das Prunkstück, wie eben der Dinosaurier ausgesehen hätte. Ich habe ihn auch komplett gehabt, wirklich so genau so, wie er da steht. Aber leider ist er dann in der Zeit eben zerbrochen, zerstört. Und leider ist er jetzt nicht mehr da. Ich habe euch gerne gezeigt, aber er ist leider weg. Und hier nochmal eine kleine Ausgabe. Auch das hier habe ich noch. Also auch da kommen wir noch zu einem späteren Zeitpunkt dazu. Und hier geht es immer noch mit Tyrannosaurus Rex Steckbrief weiter. Ja, also hier geht es um alle Dinosaurier, die hier rausgekommen sind. Auch hier ein Skelettbild von seinem Schädel. Dann die verschiedenen Dinosaurierarten, wo es so gab. Dann das Zeitalter der Dinosaurier. Wir werden natürlich mal kurz durch, weil wir nämlich dieses Dinosaurier-Thema noch extrem ausarten werden. Keine Sorge. Damit sind wir noch lange nicht am Ende. Bei dem Video vielleicht schon, aber nicht bei einem anderen Video. Denn da wird es auf jeden Fall ganz viel weitergehen. Und bei der zweiten Ausgabe geht es hier eben um den Triceratops. Und hier A bis Z der Dinosaurier. Hier nochmal komplett. Also auch damals gab es, wie gesagt, schon diese Sammlerausgaben. Und das war eine von mir, die ich auch komplett habe. Also wirklich verrückt. Damals schon das gesammelt. Und jetzt natürlich auch mit dem Millennium-Verein weitergemacht. Aber dann jetzt erstmal Schluss. Die nächsten Ausgaben sind hier die Limits gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Auch von Disney wird das hier gemacht. Aber da habe ich eben hier bloß diese Ausgaben. Die Nummer 2, 3, 4 und die Nummer 7 habe ich hier.
Natürlich war für mich das Hauptthema natürlich hier natürlich Star Trek, ist natürlich völlig klar. Wir machen jetzt erstmal Nummer 1 auf. Hier schaut es aus. Natürlich hier mit dem überragend geilen Motiv hier mit Enterprise D und hier James T. Kirk und Jean-Luc Picard. Und natürlich auch hier einige Comics von den Donald Duck. Und hier nochmal die Inhaltsangabe zu dem Magazin. Vielleicht kennt ihr auch das Limit. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Ich habe das noch nie, seitdem nie wieder gesehen. Und jetzt gibt es hier verschiedene News von verschiedenen Schauspielern natürlich auch. Und natürlich hier voll Energie. Ja, hier sind Treffen der Generation 1995. Ach Gott, Babylon 5 habe ich auch geliebt damals. Und hier Mantis Earth 2. Und jetzt geht es hier mit Donald Duck. Ein süßer Wettstreit. Wir werden einfach nicht so schnell durch. Weil hier geht es auch auf jeden Fall sehr viel Disney. Also ich habe damals schon Disney geguckt. Und hier eben dann WWF, wie es immer geheißen hat. Dann hier, guck mal, Action Stars, absolut cool. Arnold Schwarzenegger, Stallone, die Helden der Leinwand, Bernsteige, Muskelkraft und jede Menge Mut. Jean-Claude Van Damme, Harrison Ford, Steven Seagal. Ja, da waren sie natürlich in ihrer Hochzeit unterwegs, die guten Jungs. Jetzt natürlich ja nicht mehr. Hier dann die besten Sieger, der Sportler Michael Schumacher, Michael Jordan, Andrew Agassi. Also hier Wahnsinn. Und hier geht es dann weiter mit der Limited Group. Also auch hier kommen wir schon abonnieren, das Ganze. Hier geht es weiter mit Donald Duck, wieder ein paar Comics. Auch die Zeitschrift ist auch fast so gut erhältlich oder erhalten zurecht war. Also sie platzen schon ein bisschen aus den Nähten, das stimmt. Und hier natürlich Fun, Witze. Und hier eben Henry Maske, der Weltmeister, wieder im Boxring. Ja, unglaublich. Dann gibt es hier noch mehr. Was gibt es hier noch? Dann gibt es hier noch Goofy. Also ihr seht schon auch sehr viele Comics dabei. Und hier im Tornadojäger noch. Der tödliche Hurricane, völlig die ganze Landstriche. Und hier Chatrennen. Hier Dolph Lundgren. Ja, das müsste doch hier. Wie heißt dieser Film? Moment. Universal Soldier, genau. Und hier haben wir auch nochmal dann Red Scorpion, also hier ein bisschen ein Hintergrund von über Dolph Lundgren, den mag ich eigentlich so gut wie nicht wirklich gern. Oh, hier haben wir was kaputtes, der Todeskampf der Kamele. Und hier Lego-System, Experten in die Tiefe. Also hier nochmal Don DuckTales und hier Earthworm Jim, ja, sau cool, habe ich damals auch gespielt. Und hier Dark Forces, ja, Dark Forces, 1995, 100% Spielspaß. True Lies, das Spiel, auch da geht mir nochmal in die Vergangenheit zurück, in die Spiele von damals. Und hier sehen wir mal, der Detektiv-Tipp des Monats, Ace Ventura. Und was haben wir hier noch drüben? Schweigen der Hammel, okay. Conebread, Allein mit Dad. Chip und Chap, ich liebe Chip und Chap. Seitdem es jetzt Disney Plus gibt, habe ich eigentlich immer nur Chip und Chap geguckt. Und hier die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Waldmeister, hier Robin Hood. Und hier seht ihr auf jeden Fall schon mal, was alles so im Fernsehen lief. Und hier die Vorschau mit Bud Spencer, Highlander und natürlich vielen weiteren coolen Sachen. Und das war, wie gesagt, hier eben das Limit Magazin. Vielleicht kennt es irgendeiner von euch. Also ich kenne es leider nicht mehr jetzt. Also ich habe es auch schon ewig nicht mehr gesehen. Hier nochmal eben dann den Nummer 3. Aber da gucken wir jetzt nicht rein. Weil irgendwann muss auch mal gut sein. Und hier natürlich, hier kam schon mal das erste Mal die Voyager dann vor. Die vorletzte Serie eigentlich vor, wo es eigentlich dann zu Ende gegangen ist. Voyager habe ich eigentlich nicht so gern gemocht, aber natürlich auch hier gekauft. Können wir kurz reingucken zur Voyager. Müsste ich glaube gleich am Anfang sein. Würde ich jetzt mal fast sagen. Nein, natürlich nicht. War natürlich klar. Und hier eben Bruce Willis als John. Jetzt ist er hier, stirbt langsam 3. Ja, unglaublich. Und hier geht es dann weiter mit. Also wir sind jetzt eben hier nicht, dann Power Rangers, oh, wetter. Oh, Dinos, ich habe die Dinos gehasst, die habe ich wirklich gehasst. Obwohl ich hier Terminator und hier heiß wie der Lava. Ich finde es jetzt hier nicht, dann machen wir einfach mal weiter, okay. Also ich finde es hier nicht und natürlich hier auf der letzten Seite nochmal hier. Dann nochmal ein Bild von der Enterprise. Ich schätze mal, genau deswegen habe ich sie gekauft, wegen diesen Bildern drauf. Enterprise, ich war eben damals auch schon ein riesengroßer Star Trek Fan. Und das sind auf jeden Fall jetzt hier die Limit Magazine.
Und dann auch noch mal was ganz Interessantes, habe ich auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm gehabt, und zwar diese Schülerzeitschrift, nämlich Treff, vielleicht kennt es irgendeiner von euch, und zwar August 1997, also ich habe da wirklich Millionen an Zeitschriften zu Hause, ja, unglaublich, aber war, ist wirklich so. Und hier geht es halt eben um natürlich Mutter Natur und verschiedene Naturprojekte. Ruhe, ich übe. Und wir gucken einfach mal ganz kurz durch. Hier bei Ohrfeigen Gefängnis. Also hier wurde es da nochmal damals schon. Also ich habe eine geknallt bekommen von einer Lehrerin. Ein Hund, der rettet der größte Not. Und hier seht ihr schon mal. Und jetzt hier interessant. Also das ist jetzt einfach halt Pose mit dabei. Und hier interessant, was hier so no doubt. Ja, und zwar, es gab hier noch diesen Sammelordner. Ja, auch da gab es einen Sammelordner, Ideen, Spaß und Wissen. Und dann konnte man hier eben diese Karteikärtchen ausschneiden und die hier dann in der richtigen Kategorie auch dann halt eben einsortieren. Und natürlich auch das hat der liebe Steffen natürlich auch gemacht, wie ihr seht. Natürlich immer verkehrt rum eingetackelt, das ist natürlich völlig klar. Was alles hier so gibt, Ideen, Kochen, Frischkäse, Sonnenblumen. Also ihr seht schon hier Spaß, Berufe erraten. Wer weiß Bescheid. Also das war so damals halt so unser Sammelsurium. Und hier geht es eben dann um Wissen, verschiedene Tiere, aber auch nicht nur das, sondern auch um verschiedene Schauspieler auch, Raumanzüge. Also hier war immer irgendwas dabei. Und das geht hier komplett so weiter, wie ihr seht. Und hier nochmal eben No Doubt. Dann Feuerlöscher. Und hier nochmal dann haben wir noch die beiden hier, Diskus werfen, Lisa Stansfield, und dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal Bescheid. Hier geht es auch nochmal was, magst du mich? Auch nochmal ein Poster über, ach, hier geht es weiter mit verschiedenen Kärtchen, also hier, wie wir viel gezeigt, die Sonnenfans, und hier, oh, Wetter. Wie heißt die zurzeit berühmteste Mädchen, die aus drei Girls besteht? Tick, Tack, Toe, Tick, Trick und Track, Toi. Hei. Oh weh, wie heißt der blonde Sänger der Backstreet Boys? Puh, Nick Carter, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Was ist ein Discjockey? Eine der Platten und sie zerpflegt, richtig, genau. Ja, ihr seht schon auf jeden Fall schöne, viele. Oh, nennen Sie die vier Vornamen der Beatles. Der erste. Ringo, Paul, John und George. Ja, und hier natürlich der schwarze Mann. Willi, Kinder will wie dich, holt der schwarze Mann. Ja. Hände weg von der Dose. Das klingt komisch. Jetzt zumindest, natürlich damals nicht. Kenne verschiedene Spiele noch. Und der Kommissar Kniepels. Ach Gott, das kenne ich noch zu gut. Kommissar Kniepels. Das kenne ich noch extrem gut. Ja, ihr könnt mal gerne auf Pause, vielleicht könnt ihr es auch lesen. Könnt ihr gerne durchlesen. Also ihr seht aber, ihr lest mal durch. Drück einfach mal auf Pause und dann gibt es die Auflösung auf Seite 43. Vielleicht wisst ihr es ja. Und hier nochmal eben dann ein letztes zum Sammeln. Auch wieder hier zum Sammeln. Also es gab auch damals schon extrem viel zu sammeln und der liebe Steffen hat eigentlich alles gesammelt. Ja, okay, das ist auf jeden Fall hier schon mal das Treffmagazin gewesen mit dem Sammelordner. Und dann machen wir noch weiter mit einer Zeitschrift, die ich glaube nur einmal gekauft habe, nämlich die Bravo. Könnte auch von meiner Schwester sein, ich weiß es wirklich nicht. Und warum ich auch dieses gerade gekauft habe, weiß ich auch nicht. Die ist von 1996, also ein bisschen später noch, ein bisschen früher als das Schülertreff. Also ich habe das, wie gesagt, das Schülertreff habe ich wirklich jahrelang gesammelt anscheinend. Und jetzt hier eben haben wir jetzt eben hier nochmal die Bravo von damals. Und wir blenden einfach mal durch hier die Ärzte. Christmas Boys, ach du lieber Gott, Tic-Tac-Toe, puh, das ist schon wirklich Brechmittel, puh, oder nicht, was macht man hier so, Scooter, um Gottes Willen, alter Verwalter, wie war ich denn da damals auf, Campino, okay, liest die Hose runter, der war immer noch cool, hier Bravo Reports und was daraus geworden ist, ja, Sweet Valley High, jetzt Sex Talk, interessant, und wir müssen mal weiter, denn sonst wird es hier gleich wieder gesperrt. Hier, Flash for Fantasy. Heilen, oh, wieder, jawohl, ach Gott. Gott, ist ein leiser Brechmittel, ach Gott. Ah, leck mich, fett. Ich blätter mal ganz schnell weiter, weil das konnte kein Mensch singen, oder was meint ihr dazu? Diese Gesichtskraft von damals.
Ja, was gab's hier? Am Fernsehen vom 28.12. bis zum 3.1.1997 die Spielfilme der Woche. Es gab hier den guten Hulk Hogan, der Ritter aus dem All. Dann gab's noch Tina, What's Love's Got to Do, Was It? Oh, das Geisterhaus, ein extrem guter Film. Und hier noch eine Frage der Ärger, auch ein richtig genialer Film. Also hier wurde bei mir was geboten, noch im Fernsehen, jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt gibt es nur diese ganzen Drecks-Talkshows und nur noch Schrott und hier lautlose Schreie. Ja, also auch hier natürlich schön emotional. Bravo, Foto Love Story. Ach Gott, Lana. Ach Gott, Lana. Ja, hier noch ein paar Kuschel-Look. Evita. Sprich dich aus. Panische Angst, erwachsen zu werden. Dr. Sommerteam, jede Lebensphase bringt Neues und Schönes. Den Vater beim Ornanin erwischt. Eieiei, das ist ganz schlecht. Meine linke Brust ist viel größer als die andere. Ja, solche wichtigen Fragen, ne? Ist natürlich unglaublich. Und hier Marilyn Manson, ja, genial, ne? Hier mal was richtig gute Musik hier mal gewesen. Agebox müssen wir dabei gewesen sein. Rammstein auf Platz Nummer 9, Herzeleid hier. Guckt euch das an. Krass. Krass, krass. Und hier noch dann die letzten Seiten, die News noch. Und dann Mel C nochmal. Und dann auf der letzten Seite haben wir noch das schöne Bild hier. Yo, okay. Das war auf jeden Fall nochmal das wunderschöne Bravo-Magazin. Und das ist auf jeden Fall damals wirklich für mich nicht wirklich interessant gewesen. Denn ich habe damals eigentlich schon nur meine Musik gehört, wie ich jetzt schon höre. Und ja, und das letzte Magazin war noch eine Schätze der Erde. Ich habe hier nur Nummer 9. Auch davon habe ich wirklich alle Hefte zu Hause, auch mit diesem Sammelordner hier sogar, wo sie mit diesem Glas hier, das Teil habe ich auch, Sammlerkasten habe ich auch gehabt. Ja, also auch da ging es halt eben um die Mineralien. Ich habe damals eben auch schon Verstandungen gesammelt und ich liebe es immer noch. Und jetzt hier verschiedene Bilder von den verschiedenen Steinen und Mineralien. Ja, also ich war einfach auch damals schon ein bisschen völlig verrückt in diesem Thema. Und jo, okay, mehr wollen wir hier sagen, ist jetzt nicht so interessant gewesen. Die Schätze der Erde. Und damit gehen wir mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Und das waren meine ganzen Magazine von damals, die ich mir regelmäßig geholt habe, aber nicht so ganz regelmäßig wie die Bravo zum Beispiel, die habe ich mir nicht so oft geholt, aber ja, trotz alledem immer wieder schön, mal so alte Zeitschriften zu blättern, um mal nachzugucken, was damals so Trend war. Ich finde es immer interessant und auf jeden Fall auch extrem viel Spaß da reinzugucken, auch jetzt noch. Und wie gesagt, dieses Yps-Heft habe ich wirklich damals extrem geliebt und schade, dass ich mehr von diesen Yps-Heften gefunden habe, ich hätte gerne mehr gezeigt, aber leider ist das wirklich mein einziges Exemplar noch, was hier noch verfügbar ist, aber dafür auch noch komplett mit allem drum und dran. Und ja, was habt ihr denn damals für Magazine gelesen? Was habt ihr euch da gekauft? Wart ihr auch so komplett schon im Sammelwahn wie ich damals mit diesen ganzen Yps-Heften oder auch diesen ganzen Sammelordner hier, wo man eben was zusammenbauen konnte, wie ich jetzt mit meinem Millennium Falken? Und ja, schreibt es in die Kommentare rein, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich hoffe auch, dass dieses Video euch gefallen hat in die kleine Reise in die Vergangenheit von mir. Ich für meinen Teil finde es immer wieder schön, da reinzugucken. Und ja, das war's von mir. Und wir sehen uns dann bald bei einem weiteren Video wieder. Bis dann, tschüss mit Ö und...